Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Letzte Woche in der Sendung sehr, sehr erfolgreich. Habst du ja schon auch im Vorfeld ja auch geschrieben. Alleine das Thema auch mit Schumacher ja wirklich mega kontrovers auch. Hast du damit gerechnet, dass das immer noch so eine hitzige Diskussion auslöst? Ist es der Name? Ist es einfach Mick als Person, dass es halt einfach noch nicht so läuft? Oder woran glaubst du, ist das Ganze immer noch so in den Köpfen der Leute? Also ich glaube mal, also Auslöser und das Interesse ist einfach der Name Schumacher. Der war nun jahrelang prägend, der hat die Formel 1 in Deutschland groß gemacht. Ich bin ja auch ein Beispiel. Ohne den Namen Schumacher wäre aus mir auch irgendwie nicht Mr. Boxengasse geworden. Dann wäre ich auch irgendein Formel-1-Journalist, geschweige denn, also ich denke mal, wahrscheinlich wäre ich gar nicht in der Formel 1 gelandet ohne Michael Schumacher. So muss man das ja auch mal sehen. Und dieser warum? Name wird weiter. Wenn ich mal kurz eingrätsche nach, warum? Ja, weil ich denke mal, wenn wir keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 damals gehabt hätten, dann hätte RTL die Rechte irgendwann schleifen lassen und ich wäre auch gar nicht erst dahin gefahren. Da hätten wir irgendwas anderes gemacht. Du hast aber auch viele Szenen gehabt mit Michael, ne? Also ob es eine Bierdusche war oder sonst was, da gab es ja die kuriosesten und witzigsten Szenen zwischen euch. Der Name, deswegen, Achtung, jetzt kommt der erste Werbeblock, deswegen, genau aus dem Grund, das habe ich ja gesagt, habe ich mein Buch genannt, von Schumacher bis Schumacher, weil das für mich eine Ära war, ja, die alles geprägt hat und jetzt ist halt der Next Step, jetzt kommt der Sohn und da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis, da ist ein bisschen so das Unfaire, dass alle eben meinen, auch von Schumacher bis Schumacher, das geht jetzt genauso weiter, der eine war 7-mal Weltmeister und jetzt schließt sich der andere sofort an. So einfach ist das in der Formel 1 nicht und deswegen glaube ich, tut man dem Mick da auch ein bisschen Unrecht, indem man ihn da zu sehr unter Druck setzt und ihn zu sehr mit dem Vater vergleicht. Und sofort auch diese Wahnsinnserfolge erwartet, die der Michael quasi auf Pfiff gebracht hat. Und das habe ich ja letztes Mal schon mal angesprochen. Der Mick hat einfach, ist ein anderer Typ, ein anderer Mensch, andere Lernkurve. Und das muss man akzeptieren. Das ist ja in Fußballerfamilien, in Boxerfamilien ist das ja auch so. Das sind ja auch alles Menschen, die Nachwuchs haben. Und trotzdem sind die Talente da oder der Ehrgeiz oder die Analysefähigkeit. Das ist ja alles unterschiedlich verteilt. Ja, ich habe ja auch mir die ganzen Kommentare, gut, nicht alle, aber ein Großteil, es waren ja hunderte von Kommentaren bis heute in den letzten sechs Tage, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und gab es so zwei Lager. Die einen, die wirklich knallhart gesagt haben, aus Mick wird nichts. Er ist nur, das hatten wir auch thematisiert, nur wegen seines Namens eben in der Formel 1. Ansonsten wäre er gar nicht da. Und dann gibt es so die andere Seite, die dann wirklich den Glauben an ihn hat und wirklich überzeugt ist, der wird es noch zu richtig was Großem bringen. Das ist das Interessante. Wir gucken mal auf, und dann können wir mal das erste Thema auch gleich mal an den Start bringen. Ja. Wir reden da auch über Mick natürlich auch. Der hat sich jetzt ja auch gegenüber der Bild mal geäußert. Selber betitelt die Bild ihn ja so ein bisschen als den Pechpilot der Formel 1. Siehst du das eigentlich auch so, bevor wir dann mal auf seine zwei Statements blicken? Ach, da bin ich immer vorsichtig mit Pech und Glück, dass irgendwann gleicht sich das immer wieder aus. Das hat man bei Michael damals ja auch mal gesagt und es hat alles immer irgendwo einen Grund. Und wenn irgendwo etwas nicht funktioniert oder wenn da irgendwas schief geht, dann hat es ja meist auch irgendwie einen Grund, sei es an der Vorbereitung, ist die Technik vielleicht nicht richtig aufbereitet worden, hat der Fahrer einen Fehler gemacht, läuft der Hund durchs Bild. Also da gibt es ja tausend verschiedene Gründe, warum irgendwie etwas schief gehen kann. Und es ist mir immer zu schnell, dann wird es auf Pech festgelegt. Andersrum ist es dann wieder das Glück. Und das sieht man, dieses Auf und Ab, das sieht man bei einem Lewis Hamilton, das sieht man bei einem Max Verstappen, das sieht man bei allen. Und ich glaube, das ist wie im Fußball dann auch, dass das gleicht sich im Laufe einer Saison, gleicht sich das ein bisschen aus und man soll diese Begriffe da auch nicht zu sehr überstrapazieren und sonst stürzt man sich da selber so rein und glaubt dann hinterher noch Dinge, für die man gar nicht verantwortlich ist. Viele haben dir übrigens zugestimmt in den Kommentaren auch, weil du ja gegen Ende, als wir letzte Woche über Mick gesprochen haben, ja auch gesagt hast, man soll es tunlichst vermeiden, beide miteinander zu vergleichen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Da gab es viel, viel Zuspruch auch. Jetzt mal kurz zu Mick. Er hat sich ja auch geäußert, weil du gerade übrigens Glück angesprochen hast. Er hat auch gesagt, ich denke, es ist auch eine Frage von fehlendem Glück.
Und weiter, es ist nervig, ich will in den Punkten sein. Ich genieße es, Rennen zu fahren und würde gerne weiter vorne sein und mich mit den Top-Leuten messen. In Imola hatten wir das Auto, mit dem das möglich gewesen wäre. Ich bin nur nicht dazu gekommen. Klingt aber auch so ein bisschen, ich will in den Punkten sein. So ein bisschen nach, macht sich den Druck am meisten selber, oder? Ja, aber es ist ja richtig, dass er will und dass er sich den Druck macht. Also nochmal, wer in der Formel 1 mitfährt, hat den Druck. Und da sind ja Sponsoren, die geben Millionen aus, nur weil er den Namen Schumacher hat und die kleben auf seinem Auto. Das weiß er natürlich auch. Und denen möchte er auch was liefern. Und dass das mit dem Auto möglich ist, das hat ja jetzt Kevin Magnussen bewiesen. Und der ist ja jetzt auch nicht, dass man sagt, da ist ein kommender Weltmeister. Der war doch schon draußen. Der ist jetzt wieder drin nach einer längeren Pause und setzt das Ding in die Punkte und damit weiß der Mick, es ist ganz klar möglich, mit dem Ding in die Punkte fahren. Es ist keine Raketenwissenschaft und da macht er sich natürlich auch den Vorwurf, dass der ein oder andere Fehler dabei war, die ein oder andere Berührung. Mal ist es ein anderer schuld, mal ist man selber schuld. Ich sage ja, das gleicht sich aus. Er muss nur jetzt in den nächsten Rennen in die Spur kommen, weil am Ende der Saison wird abgerechnet und da wird man gucken, wie viel Verwertbares hat der Mick denn geholt, was hat der Günther Steiner von ihm erwartet. Deckt sich das in etwa, dann ist das okay. Ich glaube, dass der Günther auch ein Realist ist, aber er ist ein knallharter Kalkulator auch. Er wird dem Mick schon sagen, was er von ihm erwartet. Und das wird nicht sein, dass er innerhalb kürzester Zeit 7 WM-Titel holt, sondern er wird von ihm erwarten, aus dem Auto das Maximale rauszuholen. Und das macht im Moment der Kevin Magnussen. Und das erwartet der Teamchef und erwartet die Öffentlichkeit damit zu Recht, zumindest von Mick auch. Weil es ja in einem Statement auch heißt, in Imola hatten wir das Auto. Das ist ja nicht ganz richtig. Wenn man sich die Platzierung von Kevin Magnussen der bisherigen vier Rennen anschaut, da gab es ja schon auch zuvor die ein oder andere Gelegenheit. Weil du gerade angesprochen hast, eben so zum Ende der Saison, ist es da nicht schon dafür zu spät? Das wird doch irgendwann viel früher schon der Fall sein, wo man sich Gedanken machen muss, wie wird es nächstes Jahr weitergehen? Ja, nur sie werden ihn ja bis dahin wird er ja auf jeden Fall fahren und bis dahin hat er die Gelegenheit, Ergebnisse einzufahren. Das meine ich ja. Also nehmen wir mal an, er zerreißt jetzt Dreiviertel der Saison nichts und Magnus ist immer schneller. Ne? Dann haben wir so ein Szenario, dann werden die Zeitungen schreiben und ist er doch nicht der Michael, ist er doch nicht gut genug und reicht es denn für Mick und überhaupt, weil alle wollen ja eigentlich oder zerbricht er am Magnussen. Und dann plötzlich die dritten Rennen, ist er deutlich vor ihm, nimmt ihm eine Sekunde ab, was weiß ich. Und er holt dann die entsprechenden Punkte. Und sind es auch nur zwei oder drei Rennen, dann wird plötzlich da stehen, wow, Mick, es hat Klick gemacht. Oder Mick macht Klick oder irgendwas. So legt Mick den Schalter um. Jetzt die ganze Wahrheit. Mick hat den Dreh gefunden, freuen wir uns auf die nächste Saison. Dann wird es so sein. Deswegen sage ich, Ende der Saison abwarten, das Gesamtergebnis sehen und dann wird man weiter wissen. Und die Teams haben da ja die Zeit. Ich meine, zur Not, das hat man in der Vergangenheit auch schon mal bei Sauber gesehen, verpflichtet man halt drei Fahrer und zwei davon werden im nächsten Jahr fahren. Und der eine wird dann Testfahrer, das kann man ja noch hin und her schieben. Alles eine Vertragsauslegung. Also ich denke, man wird den Namen Schumacher auch in der Formel 1 so schnell nicht fallen lassen. Gerade auch in den Kommentaren, die ich da ja gelesen habe, waren ja wirklich teilweise schon wirklich auch krass, die manche auch gesagt haben, er hat in der Formel 1 nichts zu suchen. Was würdest du solchen Leuten denen sagen, die wirklich sowas Knallhartes auch sagen, die wirklich sagen, ohne den Namen Schumacher wäre er nicht in der Formel 1 und er hat auch in der Formel 1 nichts zu suchen, weil er eben auch nicht das zeigt bisher, was ein Kevin Magnussen eben zeigt. Ja, die sollen dann einfach mal die Listen durchgehen, wer in der Vergangenheit alles Formel 1 gefahren ist. Da waren so einige Namen, die hätten da wirklich nicht reingehört und wer da alles schon Testkilometer hat. Also da soll man mal den Ball auch flach halten. Also der Mick gehört da rein. Dass er jetzt nicht direkt Weltmeister wird, ist ja eine andere Geschichte. Oder ob er nicht so schnell wie ein Max Verstappen ist. Das ist eine ganz andere Diskussion, aber da reingehören. Ich meine, er hat davor die Formel 2 gewonnen. Und wer die Formel 2 gewinnt, der gehört auch in die Formel 1. Das ist für mich ein Argument. Jetzt sagen einige, wir wissen ja nicht, wie dieser Formel-2-Sieg zustande gekommen ist. Das wissen wir alle nicht. Kaffeesatz lesen, aber dann müssen wir grundsätzlich alles hinterfragen. Da muss man wieder anfangen, wie gut ist das Auto wirklich? Und da muss man auch sagen, schmeiß diesen Hamilton raus. Der kommt ja noch nicht mal mit dem George Russell mit. Der kriegt ja noch nicht mal den Mercedes da in den Griff. Das war doch das beste Auto. Der andere wird Fünfter und der wird nur 13. Der kann doch nichts mehr, werft ihn raus. Das können die Leute dann ja auch fordern. Machen sie ja auch nicht. Also deswegen sage ich, Leute, bleibt einfach ein bisschen auf dem Boden und realistisch. Und nochmal, darum geht es ja jetzt im Moment, der Mick gehört da rein. Wo er da reingehört, ob er in dieser Bundesliga-Tabelle
um die Champions League kämpft, ob er um die Euro League kämpft oder gegen den Abstieg sich verteidigt, das wird sich erst zeigen. Aber er ist erst die zweite Saison dabei. In der ersten hat er das geschafft, was er schaffen musste, nämlich seinen Teamkollegen zu schlagen. In der zweiten Saison, jetzt haben wir 4 Rennen gehabt, nach den ersten 4 Rennen, waren es 4, habe ich recht, ja, ne? Ja, waren 4 Rennen bisher. Genau, nach den ersten 4 Rennen hat er das noch nicht geschafft mit Kevin Magnussen, aber die Saison ist über 20 Rennen lang, also gebt ihm verdammt nochmal Zeit. Weil du gerade angesprochen hast, in der ersten Saison hat er seinen Teamkollegen im Griff gehabt, aber Nikita Mazepin kann man ja auch nicht mit einem Kevin Magnussen vergleichen, oder? Nein, aber er muss doch sich an der Aufgabe messen, die ihm gestellt wird. Und da ging es ja nun mal um Nikita Mazepin. Und beide sind neu gekommen in die Formel. Es war alles neu. Das Auto war neu. Das Auto war nicht gut. Sie mussten sich erstmal daran gewöhnen. Und dann immer nur am Südpol des Feldes da rumzukurven, das ist auch nicht ganz einfach. Aber die Aufgabe hat er eben gemeistert und hat das gnadenlos durchgezogen. Das war Mission completed. Oder Mission accomplished, wie man das so schön sagt. Aber wenn man mal kurz mal überlegt, wenn ich mal kurz reingrätsche, wenn man mal überlegt, wir sehen den Kevin Magnussen, der aus einem Auto etwas rausholt, was vielleicht Günther Steiner noch gar nicht so irgendwie auf dem Zettel gehabt hat. Das kennen wir auch von dem Max Verstappen, der ja auch schon oft aus seinem Auto was rausgeholt hat, was man nicht vermutet hat. Das Gleiche auch in gewisser Weise für einen Lewis Hamilton zum gewissen Punkt. Jetzt könnte man natürlich auch die berechtigte Frage stellen, holt Mick alles aus seinem oder aus dem Auto heraus? Also kann er über seine eigene Grenze hinausgehen? Oder ist es so, wie du es auch so ein bisschen formuliert hast in Bezug auf Hamilton letzte Woche, über den wir auch noch gleich sprechen, dass er erstmal sich so herantasten will? Gut, bei Hamilton hast du es ja eher so formuliert gehabt nach dem Motto, stellt mir erstmal ein vernünftiges Auto hin und dann hole ich mal mein Bestes raus oder gehe mal über meine Grenzen. Aber einfach mal diese Vergleiche, ein Verstappen, ein Vettel, die haben noch mehr rausgeholt, gerade auch ein Toro Rosso. Da hat er es geschafft, irgendwie auch gleich in einem Regenrennen, glaube ich, war es auch, seinen ersten Sieg zu holen, wo ja auch keiner mitgerechnet hat. Aber das war in Monza, das war ein Regenrennen. Und da muss man aber dazu sagen, der Sebastian, das habe ich ja auch schon mal verglichen, hat auch eine langsamere Lernkurve gehabt. Der war eben nicht wie der Verstappen, der war nicht wie der Michael Schumacher. Der kam am Anfang rein und hat auch langsam Step by Step gemacht und hat erst mal langsam gelernt. Da haben auch viele Fahrer gesagt, dieser Sebastian Vettel ist nicht schnell genug für die Formel 1. Und dann hat er es trotzdem bewiesen. Er hat halt ein bisschen gebraucht, hat aber langsam auch sich immer wieder verbessert. Und dann kam es halt irgendwann im Herbst in Monza, kam es zu diesem ersten Sieg im Regen. Klar, da sind wir wieder beim Thema Glück oder nicht, dass es geregnet hat. Ich weiß nicht, ob das Glück ist. Der ist einfach den Wagen dann gut gefahren im Regen. Und im Regen ist ja nicht ganz einfach. Und das war ja schon mal toll. Und da hat er seinen ersten Sieg geholt und es folgten 4 WM-Titel. Da braucht man dann nichts mehr dazu sagen. Und deswegen muss man jetzt auch dem Mick die Zeit geben, die ersten Punkte zu holen. So ist es ja meist. Vielleicht ein erstes Podium oder einen ersten Sieg. Und dann sehen wir, hat er das Zeug dazu oder nicht. Dazu braucht man allerdings auch ein entsprechendes Auto. Und was das Auto kann, das zeigt im Moment der Magnussen. Das heißt, das Auto, ja, es kann Punkte holen. Also muss der Mick Punkte holen. Und ob er das überfährt oder ob er das etwas mehr rausholt, das müssen seine Ingenieure beurteilen und dann Günther Steiner. Weil die wissen, was die ihm für ein Material zur Verfügung stellen. Die wissen zum Beispiel auch, ja, der Magnussen hat das Optimum rausgeholt oder vielleicht ist da ja auch noch ein bisschen mehr drin. Weiß ich nicht, setzen wir doch mal einen Alonso da rein. Gucken wir doch mal, was der mit dem Haas macht. Ne? Ist es dann vielleicht noch ein Ticken schneller? Setzen wir einen Verstappen da rein. Wo landet der Haas denn dann? Dann weiß man vielleicht, wie gut das Auto ist oder wie schlecht. Also deswegen ist es immer alles sehr, sehr relativ. Und da muss man dann die entsprechenden Menschen befragen, in dem Fall Günther Steiner und seine Ingenieure. Wie viel holt der Mick raus und wie ist sein technisches Verständnis und so weiter, wie ist sein Speed? Weil der Fahrer ist ja gläsern, das kann man ja alles an der Telemetrie sehen. Und das wird er dann schon zumindest intern beantworten können. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.